Ich war nochmal bei Tatjana, hab mir auch noch ein bisschen Munition hergestellt, war nicht viel und jetzt müssen wir Mayra, die so ein bisschen besessen ist, voll durchs zerstörte Union. Let's fetz. Meine Stimme ist ein bisschen angenockt, hab einen kleinen Frosch im Hals. Ah, mal schauen, wie wir durchkommen. Hab ein bisschen Wodka mit Tee getrunken. So, jetzt will ich nur mal schauen. Da hinten gab's doch noch was zu holen. Gleich mal eine Spritze reinziehe ich gerade. Gucken wir hier wieder noch mal raus. Nope. Das ist Dreck. Ich bin wirklich fast nackt. Was würde es war noch klettern? Was Munition angeht. Ach, hier war das. Ich springe einfach mal runter. Geht nicht. Scheiß Dreck da unten. Och. Munition, wie komme ich denn da hin? Was haben wir denn? Explosivbolzen, den brauchen wir. 10-mal. Tja, viel Schuss gibt es nicht. Könnte ich nur 2 für die Schrotflinte machen. Da ist doch noch mehr. Wie komme ich denn da hin? Das muss ich noch mal schauen. Können wir vielleicht was wegsprengen? Nee, können wir nicht. Da wisst ihr was. Da müssen wir ohne Munition durchkommen. Das war wohl der Point of No Return. Mayra! Ich renne dich gleich hinterher. Ups. Ja, ich würde mich ja erstmal gern verstecken. Ich muss diese Dinger loswerden. Vielleicht schaffe ich es dann. Jetzt habe ich so einen guten Pfeil verbraucht. Das fängt überhaupt mal ganz beschissen an hier. Blutbude. Die suchen mich noch. Yeah.
Jo, denke ich auch, dass Schießpulver bald wichtiger ist als grüne Suppe. Da haben wir den Pfeil wieder, den wir erst verschwendet haben. So, fehlt der noch. Auch hier rein. Ja, finde ich gut. Oh, oh. Das hat irgendwie überhaupt nicht gezogen. Da ist irgendwo noch einer. Mensch. Seht bitte nicht so gut. Sehen mich noch. Lecko. Ist der bescheuert? Oh, noch. Oh. Gehen wir wieder hier rein, da ging es am besten. Aber nicht, wenn man mich sieht. Mann, oh Mann, lasst mich halt mal in Ruhe. Okay, man kann sie... Auch Steine bluten! Das heißt, sie können sterben. Schnell die Kriebel. Und die Truppen nichts. Doch, die Truppen was die Steinhaufen. Elendichen. Können wir mal schauen, okay, ob wir noch ein bisschen was finden. Hoffentlich ist sie noch in der Nähe. Ja, auf jeden Fall. Was im Auto? Nee, da war noch eine Flasche, die haben wir voll. Hier ist nichts drin. Sah nur so aus. Die haben wir leider voll. Ne, geht's nicht durch. Myra, hör auf! Sebastian. Geschunden bis auf die Knochen. Oh Gott, die stehen mit Sicherheit alle drauf. Oh, verdammt. Noch mehr? Dafür habe ich keine Zeit. Da oben war doch noch ein Kraut. Da kommen wir aber leider nicht mehr hin.
ziemlich wenig. Die müssen wir einzeln wegmachen. Sprintet der plötzlich los? Alter Saftsack. Wo guckt dann hin? Jetzt kommt er rum. Anstellen. Ja, von der vielen Energie der rechte Arm abgefallen. Dem gutsten. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr so viel. Er dreht sich um. Nope. Ich war schneller. Nachschauen. Der Union sieht klasse aus. Winkt hier noch was? Nee, habe ich mich getäuscht. Vielleicht damit mal ein bisschen rumhantieren. Oh, die ist gut. Oh nein, die ist nicht gut. Aber vielleicht kriegt man die Pfeile wieder. Jetzt haben wir ihn. Nein, immer noch nicht. Wir müssen alle erledigen und dann gehen die Barrieren weg. So, jetzt können wir nochmal hochholen uns die Pfeile. Ja, das sind ganz schön hartleibig, die Jungs.
Ja, was soll's. Schiss, Guyeno. Auf ins Vergnügen. Ey, da möchte dich hin. Da ist sie. Nein, nicht schon wieder ein Boss. Ich habe keine Mumbeln. Oh Gott. Erstmal verstecken. Was ist das für einer? Was macht denn der? Den hier rumstapfen. Wir gehen erstmal auf Loot-Tour. Die hier gar nichts bringt. Gemeinheit. Gemeinheit. Wow. Der hat es gesehen. Deckung. Da. Uiui, das kann dauern. Jedenfalls sieht er nicht sehr gemütlich aus. Nicht so schnell. Obwohl, wenn der einen Schritt macht, macht Sebastian 20. Ach, nicht doch. Gut, es geht überhaupt nicht gut. Der. Eindeutig zu gut. Oh. Ist er angenockt? Ich muss nachladen. Nein, 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 nein. Jetzt warte mich alle. Wird er schneller oder was? Zum einen Hugo.
halt einfach Headshots, die guten. Ich habe keine Munition mehr, na bravo. Aber hier auch noch rum. Ja. Vielleicht kann man auch mal in das Feuer locken, in das Öl. Was war's das? Bitte lass das den letzten sein. Ein Laschi. Den hätte ich mir ein bisschen derber jetzt vorgestellt. 10.000 hat er gebracht. War auch nicht wert. Ach, das sieht ja wirklich nicht schön aus. Schauen, ob es hier irgendwo noch ein bisschen zu looten gibt. Da haben wir einen Sprengpfeil. Na, da wir immer noch Suppe bekommen, denke ich, dass wir vielleicht sogar noch mal zu Tatjana kommen. Hier jetzt weiter. Jo. Myra! Wohin gehst du? Du wirst Lily nicht wehtun. Ihr wehtun? Gar nicht vor. Niemals. Ich liebe sie. Deine Liebe kann sie nicht beschützen. Das kann nur ich. Ich sagte, verschwinde! Myra zerlegt das ganze Union. Sie darf Lily nicht kriegen. Tja, jetzt wird's ein bisschen frisch am Tisch. Ich kann nichts machen, ich kann nur laufen. Ist das unser Haus? Was meinen die das dort oben? Da muss sie sein. Ich muss weiter. Kapitel 16 im Limbo. Gut, was
Also das sieht nicht mehr gut aus, was ich hier an Munition habe. Und hier sieht es nicht aus, als gäbe es noch welche. Ups, hier haben wir was. Warum kann ich das nicht? Anfang an ganz eigene Pläne. Will ich auch sagen. Was macht er für ein Gerede? Und zum Schluss war er ganz anders. Er wollte den Kern, also Lilly, für sich. Und wir laufen durch den Schnee. Ups, jetzt kommt das nächste. Esmeralda? Esmeralda ist in Union und wartet auf Anweisungen. Gehen wir, Myra. Es wird Zeit. Bist du dir sicher, Myra? Sobald du zum Kern wirst, kannst du nicht mehr... Ich weiß, aber wenn ich es nicht Alles tue, klar. Spüren sie Lilly auf und bringen sie wieder zurück. Das kann ich nicht zulassen. Versprich mir nur, Lilly zu Sebastian zu bringen, wenn alles vorbei ist. Versprochen, Myra. Dann heißt es jetzt... Lebe wohl. Myra hatte vor, zum Kern zu werden? Warum? Tja, dann wäre eventuell Lilly nicht mehr der Kern. Und Myra opfert sich und bleibt hier in Union oder im Stem. Na hallo, Ballo. Uah, kommt's nächste. Da ist es passiert, als alles begann zusammenzubrechen. Tja, hier wird es nicht weitergehen. Wir gehen erstmal hier rein. Das ist unser altes Büro. Ich habe 6 Schuss. Heißt, wir schießen auch noch mal. Und hier gibt's vielleicht sogar noch mal ein Spiegel. Alles tot, nur Sykes ist irgendwo in den Tiefen des Stem. Den haben wir erledigt, Theodor. Gibt's was Neues hier? Nope. Katze schläft. Tja, jetzt bin ich ja gespannt. Wo kommen wir hier hin?
wenn wir in den Spiegel reingehen. Ach, kommen wir nicht mehr. Wir sind ganz am Anfang. Aha. 48 habe ich. Das wären 24. Mach mal 20. PG 7. SG. Das wären noch 14 Schuss fürs Sturmgewehr, das ist sinnlos. PG. Einen. Schrot habe ich sogar ein paar. Bolzen, würde ich sagen. Das ist natürlich böse. An dem Einkraut bin ich vorbeigerannt, ich Idiot. So, da haben wir nicht mehr viel. Das kann ich die Waffe noch verbessern. Oh, 600 Waffenteile haben wir. Ich weiß nicht, wo stehen die? Na, das bringt nichts. Machen wir einfach mal das. Und jetzt reicht's eh nicht weiter. So, mehr ist nicht, aber wir rennen mal schnell. Jana. Da bleibt uns wohl als Endgegner nur noch Myra. Wenn sie nicht zur Vernunft kommt. Dies ist leider das letzte Mal, dass ich Ihnen helfen kann. Ich fühle, wie das Ende naht. Sie waren die ganze Zeit für mich da. Beide Male. Vielleicht bin ich auch schon länger bei Ihnen. Wie meinen Sie das? Wer sind Sie? Ich bin, wer ich immer war und immer sein werde. Sie wenden sich an mich, wenn sie innere Stärke suchen. Und sie brauchen mich jetzt mehr denn je. Und wenn das alles vorbei ist? Wenn alles vorbei ist, brauchen sie mich nicht mehr. Weil alles vorbei ist? Oder weil ich dann tot bin? Die Antwort ist so oder so dieselbe. Und jetzt machen wir sie startklar. Jo, schauen wir mal. Wie viel habe ich denn? 14.000. Das habe ich voll und Athletik habe ich voll. Gesundheit. Fehlt mir im Prinzip nur noch das. Bei Heilung kurz vor Tod. Du regenerierst Gesundheit schneller, kurz vorm Tod. Das brauchen wir eigentlich nicht. Wir nehmen mal hier das. Kampf haben wir nichts Neues. Geringerer Rückstoß beim Schießen brauche ich nicht. Und das kostet 75.000. Das schaffen wir nicht. So, da haben wir das ja auch voll. Und jetzt hätten wir noch 6.000. Das sind mehr. Da können wir das lassen. Mehr kriege ich eh nicht. Haben wir noch Leichenschrankschüssel? Nein. Und ist auch nirgendwo was drin. Wir haben alles schon leer gemacht, was wir gefunden haben. Jo, dann mach's mal gut, Tatjana. Ich seh dich im dritten Teil. Hoffe ich. Schieß
Gegenstand ist auch weg. Ich tue mal nochmal speichern. Nehmen wir mal das hier. So, und jetzt müssen wir schauen. Kann nur hier irgendwo weitergehen. Tschüss, Büro. Es sieht schon grandios aus. Das haben sie wirklich richtig klasse gemacht. Weiter geht's mit Erinnerungsfragmenten. Ja, gespannt, ob wir die noch voll bekommen. Versteck dich! Ich finde dich. Was zum Teufel tun Sie da, Myra? Ich beschütze meine Tochter. Sie Närrin. Die Macht, die sie besitzt. Sie verstehen es nicht. Nein, sie verstehen nicht, was ich tun werde, um sie zu beschützen. Verdammt, Myra! Sie können nicht weglaufen. Ich finde sie! Du hast es geschafft. Du hast sie beschützt. Aber jetzt bringst du sie in Gefahr. Jo. Das sieht wirklich nicht gut aus mit der Munition. Oh, wo kommen wir hier hin? Das ist tatsächlich unser Haus. Und hier wartet Myra. Myra. Bist du das? Sebastian. Warum bekämpfst du mich, Myra? Du verstehst es nicht. Das ist unser neues Zuhause. Lily wird hier sicher sein. Glücklich. Frei von Angst. Frei von Schmerz. Hey, Myra. Union hat keine Zukunft. Nein, Myra. Das ist nicht real. Schmerz gehört zum Leben. Und Liebe auch. Wenn sie hier drin bleibt, ist ihr Leben nicht frei von Angst. Weil sie nämlich überhaupt kein Leben hat. Du verstehst es nicht, was sie ihr angetan haben. Ich kann sie beschützen. Nein, bitte. Lass sie uns hier rausbringen, und zwar gemeinsam. Wir können wieder eine Familie sein. Oh, oh. Das Böse Nein. gewinnt wieder die Überhand. Ich lasse nicht zu, dass sie mir jemand wegnimmt. Nein. Bitte, Myra. Wir haben noch Zeit. Verschwinden wir von hier! Ich werde Lily nicht hier lassen! Bitte! Wer das versucht, wird sterben! Zwing mich nicht dazu! Das ging genau zwischen die Augen. Aber wir wissen, sie ist kugelfest. Bullet. Theodore hat es auch nicht geschafft.
Gott. Das wollte ich auch gerade sagen. So wird auch ihr wehtun. Das lasse ich nicht zu. Oh Gott. Verdammt, Myra, hör auf! Steht ihr auch alle auf? Nach, was du da... Au, das war Munition, aber sie hat mich fast gekillt. Sie suchen uns. Du kriegst, was du verdienst. Wo muss ich denn hinschießen? Sieht aus wie ein Herz. Oh Gott, das wird schwer. Wo warst du, als wir dich gebraucht haben? Es war direkt vor deinen Augen. Ich will dir das nicht antun, Myra. Jo. Aber du musst, Sebastian, du musst. Dort müssen wir reintreffen. Was? War's das schon? Oh! Was ist das? Ich kann sie zertreten, die Scheißspinnen. Oh. Und sie geben Munition. Du kannst mich nicht aufhalten. Bitte, Myra. Ich weiß, Pistolen, du bist noch drin. Du musst... Jetzt macht's wieder ernst. Nein. Oh, oh. Ich gebe nicht auf. Ich glaube, jetzt müssen wir am Rücken treffen. Kein Schuss mehr. Oh, oh, oh. Also. Pistole. Da haben wir genug Schuss. Brauchen vielleicht ein bisschen länger. Och, hier können wir schon wieder spinnen, oder? Aus den Eiern. Ja, ja. Das ist gar nicht so einfach zu treffen. Ich muss wirklich beschützen. Yeah.
Spritze mehr. Ich muss Lilly beschützen. Wir müssen ordentlich flüchten hier. Sie darf uns nicht mit dem Feuer erwischen. Oder mit den Flammen meine ich. Mit den Wasserflammen. Och, das ist schrecklich. Die mischt mich auf. War's das? Ich glaube nicht. Im Leben nicht. Oh. Lass mich los, alte Wichsgriffel. Du kannst mir nicht entkommen. Erst mal gucken, was ich jetzt tun soll. Du kannst sie nicht glauben. Ich will das da nicht. Da oben tun. War was. Erwischen. Jetzt bin ich fällig. Wo kommt denn die Wildkrageln her? Ey, ist das grauenhaft. Denn die treffen, wenn die mir den Rücken nicht zeigt. Und wenn die Schweineausdauer da und weg ist. Oh, jetzt sind wir platt. Jetzt hat's. Oh Gott. Das wird nix. Jetzt war's das. Ich hoffe, es hat nicht ganz am Anfang gespeichert. Wir müssen nicht alles nochmal wiederholen. Ich muss mich mehr bewegen. Und ich muss vor allem auch sie ein bisschen beobachten. Muss ich vielleicht näher ran an die. Also wenn sie so runterkommt, dann könnte man da treffen. Oh Gott.
war's das. Ich glaube nicht. So einfach gibt sich Myra nicht geschlagen. Was? Lilly! Verzeihen Sie, Myra. Oh Gott. Gar nicht so einfach. Ich hoffe, das war eine Art Exorzismus und Myra ist noch am Leben. Ich glaube, das. Wir haben es noch nicht überlebt. Es geht weiter. Schlimmeres. Lebt sie noch? Sie muss noch leben, denn sie ist ja auch der Kern. Und Myra. Man kann den Kern nicht einfach entfernen. Bitte. Es tut mir so leid. Ich wollte nicht. Nein. Ich hatte keine Kontrolle. Du hast das Richtige getan. Danke. Ich bin so froh, dass du lebst. Du musst Lilly nehmen. Bring sie hier raus. Ich bringe uns alle hier raus. Komm. Es ist zu weit. Lass mich. Hol einfach Lilly. Geh schon! Nein, ich verlasse dich nicht nochmal! Du musst! Geh! Ich komme nach. Wir treffen uns dort. Lilly braucht dich. Bitte, schnell! Ohne Kern zerfällt Union sofort. Und wenn Myra stirbt,
ist ja Lilly noch der Kern. Dann kann sie nicht mit rausgenommen werden. Ich muss zum Haus. Ach, dort ist Myra noch. Kapitel 17, ein Ausweg. Komm hier hoch, jo. Ich hab keine Waffen mehr. Fast geschafft. Hier ist unser Haus. Luden brauchen wir nicht mehr. Noch ein bisschen schaukeln. Oh, ein schwarzes Nein. Loch. Lilly ist im Haus. Hoffentlich also geht wir es mal dir rein. Gut. Autsch. Na, was geht denn jetzt ab? Wir sind bei Kidman. Kontakt wiederhergestellt, Sir. Wo ist er? Wir kriegen keine exakte Position. Moment. Der Kern wurde gefunden. Der Marker nähert sich ihr. Sehr gut. Sagen Sie dem Marker, wie er den Kern wieder aktiviert. Ich überbringe nur ungern schlechte Neuigkeiten, aber dafür ist es zu spät. Die Umgebung hat zu viel Schaden genommen. Selbst mit dem Kern steht der totale Zusammenbruch von Union kurz bevor. Nun gut. Wir haben noch den Stem. Wir können neu anfangen. Aber wir brauchen den Kern. Sie ist zu wertvoll. Das Sanitätsteam soll die Abholung vorbereiten. Wie viel Zeit? Hängt davon ab, wie schnell er sie zum Abholungspunkt bringt. Sie sind in der Nähe. Dürfte nicht lang dauern. Das Team steht vor Ort bereit. Das Sanitätsteam soll den Marker nach der Abholung eliminieren. Sein Zweck ist erfüllt. Ja, Sir. Scheiße. Ein Dreckbeutel. Kid. Kontaktieren Sie Ihren Mann und geben Sie ihm Anweisungen. Tja, das wär's dann wohl, Kid. Kid. Haben Sie mich gehört? Ja, habe ich. Spüre ich da etwa Ungehorsam? Sie können ihn nicht töten. Doch können wir und werden wir. In der realen Welt wird er für uns zur Belastung. Rufen Sie ihn und sagen Sie ihm, wo der Abholpunkt ist. Kommen Sie, Kid. Er hat beim Betreten des Stem sein Todesurteil unterschrieben. Rebelliert. Also, führen Sie den Befehl aus, sonst unterschreiben Sie Ihres. Nein. Schade, dass Sie uns verraten wollen. Ich hatte mir viel von Ihnen erhofft. Haben schon damals nichts geteilt in der Bar. Kidman ist bewaffnet. Ach du Scheiße, ich bin Kidman. Auf keinen Fall! Verschwinden Sie! Sehen Sie nach dem Verwalter! Au! Dran gewöhnen hier. Wenn einer weg ist, wird's besser. Dann schießen sie nicht mehr zu dritt auf mich. Verdammt. Ich kann nicht so viel machen hier.
nicht bewegen. Das ist blöd. Aber auch sie sind weiter weg und treffen mich auch nicht mehr so gut. Einen haben wir noch. Nee, zwei. Oh Gott. Haben wir wohl noch einen jetzt. Das gibt's doch nicht. Ich hab gerade abgedrückt. An die Security, melden Sie sich in der Steuerzentrale. An die Security, melden Sie sich. Nicht beeilen, bevor noch mehr kommen. Scheiße! Na cool, jetzt will ich nur Sebastian. Sie muss oben in Ihrem Zimmer sein. Was haben wir denn hier? Mysteriöses Spielzeug. Da haben wir noch was in meinem Zimmer. Das ist Tresorkopf. Da können wir erstmal schauen, bevor wir hoch zu Lilly ins Zimmer gehen. Vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes. Da nicht. Nope, hier kommen wir. Doch, hier kommen wir auch durch. Ja, okay, gehen wir mal hoch zu Lilly. So viel ist hier nicht mehr drin. Original nachgebaut im Stem. Das Haus der Familie Castellanos. Jo, komme ich nirgendwo hin. Wir müssen zu Lilly. Lilly. Mein kleines Mädchen. Papa? Ich bin's, Lilly. Ich bin hier. Bist du das wirklich? Shh. Ich bin es wirklich. Ich bring dich nach Hause. Wir sind nicht zu Hause? Nein, Süße. Aber bald. So müde. Schlaf weiter. Wenn du aufwachst, sind wir in Sicherheit. Myra! Der Wahnsinn, sie hat's geschafft. Ich hab sie. Los, verschwinden wir von hier. Tut mir leid, Sebastian. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Ich trage euch beide, wenn es sein muss. Nein. Aber ich... Mobius muss aufgehalten werden. Vergiss Mobius. Wir haben schon zu viel an sie verloren. Wir können entkommen. Nur wir drei. Wir gehen an einen Ort, an dem sie uns niemals finden. Man kann sich nicht verstecken. Sie sind überall. Lilly wird immer in Gefahr sein, wenn ich sie nicht ausschalte. Okay, gut, ich warte. Sobald Mobius Geschichte ist... So funktioniert das nicht, Sebastian. Das ist nur aus dem Innern möglich. Stem ist mehr als nur dieser Ort. Ganz Mobius ist über die Chips in den Köpfen damit verbunden. Einheit Cerebralchips. Sobald ich die Macht des Kerns übernehme, kann ich ein Signal übertragen, wenn Union zusammenbricht. Ein Signal,
dass Mobius ein für alle Mal ausschalten kann. Aber wir sind endlich wieder zusammen. Ich habe keine andere Wahl. Das ist Teil des Plans. Das war es immer. Es tut mir leid. Myra. Versprich nur, dass du dich um unsere Kleine kümmerst. Lass sie nie vergessen, wie lieb ihre Mutter sie hatte. Myra. Ich möchte dir noch so vieles sagen. Du musst nichts sagen. Ich habe dich die ganze Zeit beobachtet. Ich weiß, wie sehr du gelitten hast, was sie getan haben. Was ich dir angetan habe. Nichts davon hast du verdient. Und du bist dafür zweimal durch die Hölle gegangen. Es ist Zeit aufzubrechen. In das Leben, das man dir genommen hat. Ich liebe dich, Myra. Ich liebe dich auch. Euch beide. Deshalb tue ich das hier. Aber wir haben keine Zeit mehr. Du musst gehen. Jetzt. Ist ja krass. Arschlöcher. Achtung, Achtung, Notfall Alpha 1. Achtung, Achtung, Notfall Alpha 1. Scheiße! Wir haben sie! Erschießt sie! Sie machen es mir nicht leicht. Nur mal ganz kurz gucken, einen erwischen. Oh, ich muss nachladen. Lädt leider nicht von selber nach. Au, und jetzt schmeißt sie auch noch Granaten. Ich hab keine. So, den letzten noch. Ich muss erwischt. Zum Stemmraum. Muss es nur nach unten schaffen. Gib mir die Knarre, die große. Security, melden Sie sich im Stemmraum. Halt durch, Sebastian. Und Kidman, renn, wie du noch nie gerannt bist. Hast geschafft. An die Security, melden Sie sich im Stemmraum. Hoffentlich funktioniert das, Myra. Jo, die Wissenschaftler gleich weggeknallt. Und zu hier, genau. Da ist Sebastian in der Wanne. Und unser guter G-Man, Mobius. Was tun Sie da, Kid? Einfach mal an, dass der Mobius heißt. Ihre Taten werden Sie umbringen. Das muss Ihnen bewusst sein. Sie hatten so viel Potenzial. Sie hätten so viel Macht haben können. Und jetzt wollen Sie all das wegwerfen. Warum? Nach allem, was Sie gesehen und getan haben, warum die Skrupel jetzt? Wegen des Detectives.
Wegen des Kindes? Nein. Meinetwegen. Denken Sie noch einmal nach, Kate. Stem wird gebraucht. Ein vereintes Bewusstsein für die ganze Menschheit. Keine Kriege mehr. Keine Unterschiede. Kein Schmerz. Da babbert wie ein Schwab. Es gibt kein Zurück. Ich hoffe, du hattest recht, Myra. Sebastian! Kidman, ich hab sie. Wohin jetzt? Geh in dein Raum. Alles klar. Aber Myra bleibt hier. Du weißt warum. Okay. Mein Raum. Wir haben nicht viel Zeit. Ich zähle auf dich, Kidman. Wir müssen zurück, da waren wir doch schon. Keine Sorge, Lily. Wir sind fast da. Oh, fantastisch. Oh mein Gott. Oi, oi. Ja, wir müssen hier durch. Gib Gas, Sebastian, gib Gas. Hoffentlich können wir hier nicht erschlagen werden. Bitte! Also will eventuell Myra die Einheit Zerbralchips angreifen. Von dem Mutius-Mitarbeiter. Wir sind bald zu Hause. Wir müssen durchhalten. Es ist noch nicht zu spät, Kid. Geben Sie auf. Verspreche ich einen schnellen Tod. Andernfalls wird die Bestrafung für Ihren Verrat legendär. Quatschkopf. Na gut, dann werde ich zu einer Legende. Und zwar, weil ich sie ausgeschaltet habe. Eine Welt ohne Wahl ist keine Utopie. Ein Bienenschwarm funktioniert nur mit einer Königin. Mitmachen oder sterben? Wissen Sie was? Es gibt noch eine dritte Wahl. Lecken Sie mich am Arsch! Sie sind dumm! Aber bewundernswert. Schade, dass ich sie so verlieren muss, Kid. Was? Dachten Sie, ich mache das hier alles unvorbereitet? Ich habe meinen Chip vor 3 Tagen rausgenommen. Egal. Heute sterben sie. So oder so. Oh, von außen kommt sie auch schon. Na los, Sebastian. Es wird hier langsam ziemlich eng. Durch den Spiegel. Hey, Lily! Papa! Das juckt einen Sebastian nicht. Aber schon zigmal geschafft im Spiel. Sebastian, ich liebe euch beide. Jetzt seid ihr sicher.
Du jetzt hast es ist an dir, Julie. Ich wusste es. Kidman heißt Julie. Also diese Traus und jetzt müsste eigentlich Myra von innen dieses ominöse Signal senden. What? Sie hat's geschafft. Der Depp hat wohl auch noch einen Chip. Na, klasse. Alles gut, Sebastian. Du bist in Sicherheit. Lilly. Wo ist Lilly? Ich brauche deine Hilfe, um sie rauszuholen. Stell dich dahin. Schnell! Der Kern. Der Wahnsinn, die ganze Zeit war sie in dieser Büchse. Papa, bist du das wirklich? Ja, Lilly, ich bin es wirklich. Ich hatte einen ganz schlimmen Albtraum. Shh, ich weiß, Lilly, aber jetzt bist du wach. Der Albtraum ist vorbei. Du musst jetzt keine Angst mehr haben. Das ist er doch, oder? Ich bin nicht immer noch drin und denke das nur. Es ist wirklich vorbei. Dank Myra. Los! Verschwinden wir hier! Es gibt einen Cliffhanger, schätze ich mal. Ich setze das vor die Credits. Also die Credits, die kommen jetzt danach. Großartiges Spiel. To the ordinary world, I will learn to.
Einfach klasse. Wusste ich's doch. Hier kommt der Cliffhanger. Im Stem brennt noch Licht. In Union. Kann im Prinzip nur Sykes oder Myra sein. Jo, das war The Evil Within 2 von Bethesda Softworks und entwickelt bei Tanker. Also, klasse Spiel. Auch die Grafik zum Beispiel. 2017 kam es raus, aber auch in 2024 noch alle Ehre wert. Mir hat es hervorragend gefallen. Wahnsinns geile Story. Und jetzt kommt hier wohl von Duran Duran Ordinary World. Bisschen Copyright, geschützte Musik soll mir egal sein. Ich lasse es einfach so durchlaufen. Und das war doch mal richtig klasse. Mir gefallen diese Art Spiele. Wenn du eine schöne Story hast und am besten noch ein bisschen dystopisch wie hier. Wir haben ja gehört, Hoffman, wie sie über neurolinguistische Programmierung geredet hat. Das war jetzt nicht aus der Luft gegriffen, das gibt es in der Realität auch. Grauenhaft. Also für mich ganz weit oben in meiner Favorite-List der besten Spiele. Genial. So. Und damit verabschiede ich mich von euch. Schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Mit euch macht mir das Zocken noch tausendmal mehr Spaß. Und ich wünsche euch ein paar schöne Tage. Wir sehen uns im nächsten Let's Play, im nächsten Video. Bis dahin. Tschüssi. Ciao, ciao. Erik von Krange war Sykes.